Ja, guten Morgen. Heute aus Beeskow, Brandenburg. Denn wir fahren die Märkische Umfahrt. Gestern angekommen, noch ganz gut griechisch gegessen und erste Nacht war auch ganz okay. Wetter soll auch in Ordnung bleiben, bis um 2-3 Tage. Insgesamt sind wir wohl so 8-9 Tage unterwegs mit unseren Booten. Und freuen wir uns tierisch drauf und wenn wir alles verstaut haben, dann geht es mal los. Beeskow und dann mal gucken, wie weit wir es heute schaffen. Thank you.
Morgen des dritten Tages, es ist Sonne. Fürstenwalde haben wir passiert gestern Abend noch, da wollten wir eigentlich übernachten. Leider hat uns der Ruderclub dann nicht aufgenommen und hat auch keinen Hinweis hinterlassen. War ein bisschen ärgerlich, dadurch mussten wir Wildzelten und so noch einen Platz suchen. Schade, liebe Paddelkollegen oder Ruderkollegen, fand ich echt nicht stark von euch. Ansonsten sind wir jetzt auf dem Weg zur Mügelspree quasi. Da ist noch ein Wehr, das müssen wir umtragen. Und dann sind wir sehr früh da. Die Etappe ist relativ kurz, aber wir müssen noch Sachen trocknen. Da ich auch gekentert bin, ich Vollidiot, aber gut, mach. Passiert halt mal, und ein paar Sachen trocknen muss und dann wird es auch noch regnen heute. Also jetzt genießen wir noch das Wetter und haben auch noch schöne Gesellschaft mit dem Lars und der Eva, die mit uns da verweilt haben und freuen uns dann auf den Tag jetzt. Also, los geht's! Thank you.
9 Tage. Sauber. 9 Tage, über 180 Kilometer. Weil wir noch einen Umweg gemacht haben, wegen einer eigenen Nacht, wo wir keine Unterkunft gefunden haben. Ja, jetzt bin ich unterhopft. Kleines Fazit von mir, jetzt am Ende der Tour. Es war eine Megatour, es war wirklich schön. Im September war auch eine gute Zeit, muss ich ganz ehrlich sagen. 9 Tage, wir hätten es ein bisschen schneller geschafft, aber wir haben so 2 Tage mal ein bisschen getrödelt. Gebe ich zu. Das Schönste in allem war für mich die Mögelspray, muss ich ganz ehrlich sagen. Die war sehr, sehr naturbelassen. Und was nicht so schön war, war hinten bei Königs Wusterhausen da die Dame. Da war ein bisschen mehr Industrie und das hat mir nicht ganz so gut gefallen. Gehört aber mit zur Tour. Also von daher war es auch gut, da lang zu paddeln. Wer sich jetzt gesagt hat, hey, zwar nette Impressionen, aber ich hätte gerne ein komplettes Tourenvideo gesehen. Das gibt es schon vom Steve. Steve, der Flusswanderer, hat das natürlich gemacht schon und das sehr intensiv, sehr lang. Das kann ich nur empfehlen. Den Link packe ich euch unten in die Shownotes. Und der Dirk, der Stadtgecko, meine ich, bringt vielleicht auch noch was raus über die Märkische Umfahrt. Auch da werde ich euch dann, wenn das Video draußen ist, den Link gerne unten in die Shownotes packen. Was natürlich auch zu der Tour mit dazugehört, sind Begegnungen, die wir hatten. Und da haben wir ganz tolle Menschen kennengelernt. Also hiermit gehen die Grüße raus nach Österreich zu Elke und Klaus. Es war eine schöne Zeit. In den Ruhrpott zu Eva und natürlich Lars. Und last but not least, Dirk und Kai, Jackiko und Saki. Auch da liebe Grüße und bis zum nächsten Mal. Und das gilt natürlich auch für euch. Vielen Dank fürs Schauen. Bleibt neugierig auf dem Wasser und ich freue mich schon auf die nächste Tour. Vielleicht seid ihr wieder mit dabei. Bis dahin, liebe Grüße und tschüss.